Das Spezielle am Radioprojekt ist, dass die Kinder Gelegenheit haben, aktiv zu werden und etwas zu gestalten von A bis Z. Es werden auch ganz wichtige Themen angesprochen für diese Altersgruppe, wie zum Beispiel Rassismus, Mobbing, Diskriminierung und so weiter. Bereits vor 2 Jahren, als diese Klasse zu mir gekommen ist, war das Mobbing ein großes Thema. Wir haben damals auch verschiedene Übungen dazu gemacht und das zum Thema gemacht in der Klasse. Als ich jetzt von diesem Radioprojekt hörte und auch gehört habe, dass man da auch das Thema Rassismus, Mobbing und so weiter zur Sprache bringt, habe ich das ideal gefunden und habe das Thema dann wieder aufgenommen in der Klasse. Ich finde es sehr gut hier im Dorf. Ich finde es auch sehr interessant, im Radio zu reden. Hier geht es mir sehr gut. Es hat viele Aktivitäten, die man hier machen kann. Zum Beispiel, es hat einen Skatepark oder man kann auch Fußball spielen. Die Ausländer stehen zusammen und die Ausländer stehen zusammen. Eine Gruppe Schweizer, eine Gruppe Ausländer. Hilda, darf ich fragen, wieso du da stehst? Ich bin weiß. Ich finde das Radio machen cool. Wir dürfen auch selber entscheiden, was wir sagen wollen. Und wir machen Gruppen. Und so hat jeder ein eigenes Thema. Wir haben hier gut ausgestattete Büros und Tonstudios. Es sieht alles sehr gut aus und hier kann man gut arbeiten. Wir haben es immer sehr lustig und es ist immer sehr interessant, auch die Themen, die wir besprechen. Als Nachbereitung stelle ich mir dann zum Beispiel vor, dass wir auch in andere Klassen gehen und darüber berichten und vielleicht sogar einen Antirassismus-Tag organisieren. Bildung für nachhaltige Entwicklung liegt mir sehr am Herzen. Und deshalb verlegen wir oft und so oft es geht eigentlich den Biologieunterricht nach draußen in die Natur. Wir hatten dann auch Gelegenheit, mit einer Kräuterfrau Kräuter zu sammeln und daraus eine Salbe oder Tinkturen zu machen oder Sirup. Und das hat den Schülern sehr, sehr gefallen und sie haben gefragt, ob wir das wieder tun könnten.